Chanson des Monats. Bei Corso. Chanson des Monats. Kultur nach drei. Chanson des Monats. Was haben Sie diesen Monat vor, Herr Pigor? Ist es schon wieder so weit? Es ist Februar. Vor gut einem Jahr sind zwei Männer gekommen und haben dich zu zweit in die Mangel genommen. Sie haben dich stundenlang immer das Gleiche gefragt und du hast 17-mal Nein und einmal Ja gesagt. Sie haben dich geködert, du hast dich verpflichtet, sie haben dich für ihre Zwecke abgerichtet. Machst du gute Miene zum bösen Spiel, bis Ende Februar, das ist der Deal. Funkenmariechen, was tust du da bloß, für wen oder was gibst du dich her? Deine Augen sind leer, ich kenn dich nicht mehr, du bist völlig übernächtig und freudlos. Funkenmariechen, ich hol dich da raus. Hör zu, die Rettung ist nah. Wach auf, Mariechen, dein Prinz ist da. Und er holt dich aus diesem Irrenhaus. Lass die Garde im Stich, lass den Elverat saufen. Du musst deine Jugend nicht länger verkaufen. Die Zeit des Bombardäterei ist vorbei. Der Bann ist gelöst. Marie, du bist frei. Vorbei ihre Bütten, ihr Wortgeklauber. Der falsche Prinz, sein fauler Zauber ist gebrochen. Du darfst jeden Abend um 10 schon ins Bett oder einfach Fernsehen. Mariechen, los, steig ein, mein Schlitten steht vor der Tür. Wach auf, Mariechen, steig ein, ich entführe dich, wir fliehen nach Schleswig-Holstein. Und da oben bläst uns der Wind um die Ohren, vielleicht ist die Nordsee sogar zugefroren. Oder die Ostsee, wer weiß, es ist ganz egal. Hauptsache, dort ist kein Karneval. Funkenmariechen, siehst du mich nicht? Ich bin der mit der Skimütze. Ja, ich bin der mit dem Anorak von Jack Wolfskin, der gerade die schunkelnden Reihen durchbricht. Funkenmariechen, hörst du mich nicht? Marie, ich bin da. Jetzt holen, ich bin der wahre Prinz. Ich bin der wahre Prinz, nicht diese Pfeife dort auf der Bühne.